Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von Kadi Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und Niggemeier, Treffpunkt Küche. Geschäftlich in Salzkotten, eine Aktion von Salzkotten Marketing und dem Selzer TV. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, auf unserem Weg, Ihnen hier in Salzkotten interessante Einkaufsmöglichkeiten zu zeigen. Und wieder einmal sind wir auf dem Marktplatz der Stadt angekommen, wo, das wissen Sie, an jedem Freitag ab 14 Uhr ein buntes Marktgeschehen stattfindet. Wir hatten in unserem ersten Bericht ja schon über einige Marktstände berichtet, hatten Ihnen eines vorgestellt. Da war der Kartoffelstand Winkelheide aus Delbrück mit dem großen Angebot an verschiedenen Sorten. Die Familie Schlüter, die schon seit 37 Jahren hier nach Salzkotten kommt, zeigte ihr beachtliches Angebot an Obst und Gemüse. Wir trafen Heinz-Josef Setter-Bulte, den kommunikationsfreundlichen Eiermann. Nicht weniger kommunikationsfreundlich Peter Kersting vom Geflügelhof Kersting, der auch frisches Wildfleisch im Angebot hatte und den gut frequentierten Marktstand des Büsehofes mit einem verführerischen Angebot an verschiedenen Käsesorten. Doch das war längst nicht alles. Am heutigen Tag können wir Ihnen hier auch weitere Marktbeschicker vorstellen und ein Frequenzbringer dieses Marktes dürfte zweifellos auch der Eggehof sein mit seinem großen Angebot an Fleisch- und Wurstwaren. Sabine Heuschen, Sie sind hier heute in Salzkotten mit Ihrem großen Angebot an Fleisch- und Wurstwaren. Die Besonderheit Ihrer Ware liegt ja ganz woanders. Erzählen Sie doch mal. Ja, also die Besonderheit unserer Fleisch- und Wurstwaren liegt eigentlich bei uns zu Hause im Stall in Dörenhagen bei Borchen. Denn wir halten unsere Tiere selber und züchten sie selber und vermarkten sie auch selber. Das heißt also, bei uns geht es vom Ferkel bis zum Kotelett. Wie oft fahren Sie Märkte an in der Woche? Wir fahren dreimal die Woche Märkte an, und zwar hier in Salzkotten, dann in der Gemeinde Borchen und in Paderborn. Da gibt es zweimal die Woche Wochenmarkt. Wissen Sie auch schon, wie lange Sie so hier nach Salzkotten fahren? Hier nach Salzkotten fahren wir über 10 Jahre schon auch. Dann haben wir hier so ein paar kleinere Parkprobleme. Das heißt, die Menschen, die Sie erreichen wollen, die haben zunächst mal ein Problem, ihr Auto unterzubringen. Merkt man das am Umsatz? Ich kann das für uns jetzt nicht sagen, dass wir das am Umsatz merken, aber wir hören halt immer von den Menschen schon, ich habe erst gerade einen Parkplatz bekommen, gerade wenn es so in diese Feierabendphase zwischen 16 und 18 Uhr läuft. Ja. Hier zum Echo, weil die Ware hundertprozentig ist, da kann man sich wirklich drauf verlassen. Ich habe es im Fernsehen gesehen und ich weiß, wie das da läuft, wie das abläuft, ordentlich. Die Tiere werden vernünftig gehalten. Ich esse lieber ein Stückchen Fleisch weniger und hole es hier weg und dann weiß ich, was ich habe. Ich bin rein zufällig hier. Ich war im Kaffee trinken und habe den Markt gesehen und kaufe jetzt ein hier. So einfach ist das eigentlich. Ich bin auch angetan, dass das alles eigene Herstellung ist hier. Das probiere ich jetzt mal. Wir haben den Monat Januar. Und der Monat Januar, Frau Hotchkiss, das ist nicht unbedingt der Blumenmonat. Welche Art von Blumen sind denn jetzt für Ihre Kunden interessant? Interessant sind Frühlingsblumen. Einfach nur schön was Frisches, was Helles, was Freundliches. Die Vorfreude auf die schöne Zeit, die bald kommt. Und was gehört mit dazu? Fangen wir einfach mal hier an. Ja. Hier stehen schon mal richtig schöne dicke Primeln. Ganz toll. Winterlinge ist ein absolutes Muss. Die sind so süß, verbreiten sich schön. Dann haben wir hier vorne schöne Traubenhyazinthen, schon die ersten Ranunkeln. Schöne Tulpen, hier vorne ganz tolle Hyazinthen, ein bisschen schön fertig gemacht. Der erste Rosmarin, der duftet schon. Ich sehe auch gerade Weidekätzchen. Ich mache es rein, weil ich es einfach toll finde. Ich finde, Weidekätzchen gehören dazu. Das ist das Erste, was ich kaufe. Ich finde die sehr schön und kann man eine tolle französische Tulpe dazwischen stellen oder egal was, sieht immer toll aus. Wie lange kommen Sie schon nach Salzkotten zum Markt, Frau Hotchkiss? Über 20 Jahre, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau. Und Sie fühlen sich wohl hier in Salzkotten? Sau wohl, richtig gut. Ich komme hier gerne hin. Das ist so beschaulich, so richtig schön. Man kennt die Leute schon jahrelang. Also das ist toll.
Ich habe zu vielen ein freundschaftliches Verhältnis. Und die kommen alle immer und immer wieder. Was hat Sie dazu angetrieben, im Winter Blumen zu kaufen? Die schöne Farbe, dieses schöne Gelb. Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt nach dem Winter und Tannengrün ist das Farbliche mal ganz schön frühlingshaft. Ja, hier und an diesem Marktstand, da brummt es so richtig am Marktstand von Seid Amine mit. Antipasti aus fremden, fernen Ländern. Man kann sich auf die Reise begeben. Sagen Sie, wenn ich hier einmal einen Blick entlang werfe, wie viele Produkte haben Sie hier vorbereitet für die Menschen hier, die bei Ihnen heute einkaufen? Oh, ganz viel. Also, wenn man die Schalen zählen will, sind das auf jeden Fall so über 60, 70 Schalen. Auf jeden Fall ganz viel Auswahl, ja. Was denken Sie, wie kommt das, dass so etwas so gut ankommt, so gut eingekauft wird? Ist ja auch alles nicht ganz so billig, muss man ja auch mal so sagen. Also ich denke, es liegt auch groß daran, dass es selbst gemacht wird. Das ist auch daraufhin, also schon, ja, man merkt den Geschmack. Es ist anders wie im Discounter oder im Geschäft. Wie viele Märkte in der Woche beschicken Sie? Das weiß ich gar nicht so. Wissen gar nicht. Nee. Aber Salzkotten ist ein fester Bestandteil. Ja, genau. Salzkotten, Bad Rieburg, Paderborn, Detmold, Bielefeld. Das sind so Standorte, die auf jeden Fall jede Woche dann angefahren werden. Da sind bestimmt noch viel mehr, aber das weiß ich leider nicht. Okay. Mit Salzkotten sind Sie mal zufrieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr nette Menschen. Das wollten wir. Also hier kommen wir gerne hin. Doch. Ja. Haben Sie vielen Dank weiterhin. Gute Danke Geschäft. Auch. Sie stehen hier vor diesen mediterranen, leckeren Dingen, die es hier zu kaufen gibt. Was zieht Sie so nach Salzkotten auf dem Marktplatz? Wir kommen hier aus Salzkotten, aus Salferne, ist nicht schlimm, aber das Mediterrane essen wir sehr gerne. Gerade so zu Abend, so vom Fernsehen, so mediterran mit hier Baguette oder Ding. Das ist ganz, ja, man muss nicht immer nur ganz dick Fleisch essen, auch dieses sehr lecker. Wie kommt es, dass man sich hier so hingezogen fühlt? Sind es die optischen Eindrücke oder die leckeren Gerüche oder woran liegt es, dass man gerne hier Halt macht? Ach, so ein Markt ist doch immer was Gemütliches, ne? Was soll man sonst sagen? Der die frischen Sachen sind auch lecker. Der Salzkotten Markt ist ja viel interessanter als viele wissen, ne? Ja, es wird immer ein bisschen größer, ne? Jetzt habe ich die einmalige Gelegenheit, die Waffel zu probieren, die Frau Hagelücken aus Kleinenberg produziert, das heißt mit ihrem Mitarbeiter zusammen, und das scheint ja nun wirklich hier der ganz große Bringer auf dem Markt zu sein. Also stundenlang haben wir hier gesehen, steht eine Traube vor ihrem Wagen. Ne? Was denken Sie, worin liegt Ihr Erfolg, dass Sie so gut verkaufen? Das kann ich Ihnen genau sagen, weil der Teig, aus dem die Waffeln bestehen, ich persönlich herstelle und das ein Geheimrezept ist. Das wollten schon 1000 Kunden von mir haben. Ja. Ich habe gesagt, ich gebe dieses Rezept raus, wenn ich in Rente gehe. Und das dauert nicht mehr so lange. Okay. Dann sagen Sie, auch keiner, kriegt jeder. Ich kopiere es ganz oft, dann darf es jeder haben. Dann sagen Sie Bescheid, dann kommen wir auch. Und dann können Sie das auch einem größeren Publikum zuteil werden kommen lassen. Aber Sie haben ja nicht nur Waffeln, sondern Sie haben ja auch leckeren Kuchen im Angebot. Und sage und schreibe, Sie haben auch Brot. Nur alles ist leer. Woran liegt das? Ja, weil das Brot, das beziehe ich... Darf man Werbung machen? Ja, aus der Bäckerei Grautstück in unsere Dorfbäckerei in Kleinberg. Und da kann ich nur bestimmte Mengen nehmen, weil ich das nicht zurückgeben kann, weil ich auf meine eigene Kappe arbeite. Ich bin jetzt hier nicht angestellt. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Brote überwalte, muss ich dann nachher zusehen und kann sie mir allein frieren. Frau Hagelung, wir wollen ehrlich sein, Sie sind ausverkauft. Ja, es kommt auch daher, weil es letzte Woche so schlechtes Wetter hier war und so blöd, habe ich heute weniger mitgebracht. Ach so. Letzte Woche war nämlich ganz wenig hier los. Okay. Deswegen. In der letzten Woche waren wir hier und da haben wir Sie nicht gesehen, deswegen kommen wir heute wieder, weil wir Sie doch einmal mal erleben wollen. Und jetzt möchte ich auch endlich mal Ihre tolle Waffel erleben. Ich habe nämlich gedacht, heute nimmst du nicht so viel Brot mit. Ich hatte letzte Woche so viel überbehalten bei dem schlechten Wetter. So ist es, man steckt da immer nicht drin, ne? Also ich kann jetzt viele derer verstehen, die ein ganz dickes Lob ausgesprochen haben, was ihre Waffeln betrifft. Schmeckt wirklich sehr gut. Danke. Die Waffeln, sie scheinen hier ganz besonders gut zu sein. Sie haben gerade eine probiert. Ja, sicher. Ja, einen schönen Kaffee trinken. Ist ja einigermaßen günstig auch. Ja. Also ich gehe jeden Freitag hier hin, hole meine Waffel und dann trinken wir schön Kaffee und immer super. Ja, hier mit einer leckeren Waffel vor dem Wagen von Hagelückes aus Kleinberg möchten wir nun unseren heutigen Rundgang über das Marktgeschehen in Salzkotten beenden. Und liebe Zuschauer, darin werden Sie mit mir einig sein,
Es gibt hier eine Menge zu erleben, eine Menge zu kaufen, eine Menge zu sehen. Und davon sollten Sie ruhig einmal Gebrauch machen. An jedem Freitag um 14 Uhr geht sie los, das Marktgeschehen in Salzkotten. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips.